Sono. Ein wunderbarer Einstieg. Wir können doch direkt beginnen. Liebe Freunde, da sind wir. Videonummer irgendwas, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo sind wir denn mittlerweile? Willkommen beim 9. oder 10. oder 11. Video. Willkommen heute mal wieder bei uns, bei den Cookies. Nico, André. André, dankeschön. Doppelt gemoppelt hält besser. Wir nehmen euch heute ganz entspannt mit auf eine Reise mal wieder. Ich bin noch ein bisschen aufgekratzt. In den Süden Europas. Heute geht's nach Italia. Und was machen wir denn heute, Nico? Sprich du es aus. Wir machen Spaghetti mit Knoblauch, Chilis, Olivenöl und Tomaten und Parmesan. Hat dieses Gericht nicht einen Namen? Entschuldigung, wir haben es gleich, ganz versprochen. Wir machen heute die einzig wahren Cookies? Wir machen heute keine Cookies, wir werden nie Cookies machen. Es gibt heute Spaghetti aglio e olio peperoncino. So ähnlich oder so. Ihr wisst, was wir meinen. Eine wunderbar leckere Nummer. Schön frisch, schön geil, schön einfach, schön schnell. Viel Spaß dabei. Nico, was sind die Schritte, die wir zu tun haben? Wir hacken uns den Knoblauch, dann unsere Chili. Wir haben uns für grün und rot entschieden. Ne? Wir haben wunderbar feine Spaghetti. Oder? Nee, wie heißt die? Sind das Carbonara? Scusi, mi amores. Wir machen gar keine Spaghetti. Cappellini, aglio e olio con peperoncino. Chili? Irgendwas davon. Das sind Spaghetti in ultra dünn, in richtig hauchdünn. Deswegen haben die eine ganz kurze Kochzeit, wie wir selber bemerkt haben. Wir machen das Wasser an. Soll ich schon mal salzen? Damit wir die Zeit sparen. Unbedingt. Die du ja so. Wie gesagt, eine schnelle Nummer, eine unheimlich leckere Nummer. Ich finde das auch immer irgendwie frisch, ne? Weil es einfach so ein bisschen mit Öl überzogen ist, ein bisschen Knofi, wer mag. Die anderen nehmen einfach unser Bärlauchpesto. Ja, aber Knofi, wer mag, bei dem Gericht? Ja, muss schon. Genau, ohne funktioniert das nicht, dann kann man es auch lassen. Also wir machen es mit Peperoni, weil wir gerne die Schärfe drin haben. Original, glaube ich, hast du mir vorhin erklärt, ist es sogar ohne Peperoni. Was? Du nimmst einfach die Aglio e Olio. Ach so, ja, wenn es... Dann wäre es ohne Peperoncino, aber wir machen ja con Peperoncini, Cino. Ich weiß es immer noch nicht, man könnte ja auch mal Google anschmeißen, aber ich kann es so. Ich habe so viel zu tun, wie ihr seht. Das Einzige für den, um zu einem klassischen Gericht zu kredenzen, fehlt mir als Koch so die Petersilie. Die lassen wir weg mit dem Basilikum. Haben wir uns darauf geeinigt. Richtig? Ja. Hamburg. Ja, wir haben ja auch nichts da. Man muss ja nicht immer genau das machen, was nein, das ist ja so vorher... Das Cookie-Ding. Das auch so, ich tue mich auch schwer mit müssen. Ich finde das übrigens gerade... Was? Also, wir müssen das nicht. Wir müssen gar nichts. So, wir machen ach, ja... Wir müssen. Ja, müssen. Ich habe... Du tust dich schwer mit müssen. Dann dachte ich so, ja gut. Schreib du dir nachher die Peperoni in die Augen. Ich bin ganz voll überrascht, dass ich hier einfach so ein bisschen stehen darf, um ehrlich zu sein. Die rote Peperoni ist schon mal durch. Bringen wir noch ein wenig mehr Farbe total rein. Wild, schneiden ne? wir nur eine Hälfte davon auf. Ja, für, da wir einen Teller machen, wäre das ganze Ding echt heftig. Wir haben ja jetzt doch 14 Knoblauch. Weil die eine war... Die eine drei... Nee, Moment, ich habe keine neue abgepflückt. Und ich eine, sagte so vorher, die, ey, in der einen drei, das ist ja sonst bis zum Himmel. In der einen waren es zwei, war eine mehr quasi. Das ist immer das Problem mit diesen flachen Hierarchien. Deshalb bin ich da strikter Gegner von. Unser Nudelwasser, das Nudelwasser. Ach so. Oh. Ja, ich weiß. Ich habe auch schon Hektik. Du hast gesagt, in Kochzeit 3 Minuten, ne? Da kommt Hektik auf. Was muss ich machen? Die Spaghetti. Tomaten müssen wir noch schneiden. Boah. Tomaten! Kommt heftig? Soll ich Nudeln? Nee.
Du kannst kurz stoppen. Ja, aber dann kocht das ja nicht mehr. Ja, ach, dann lass kochen. Dann lass kochen. Was kostet die Welt? Wir schneiden ein paar Cherry-Tomaten rein, die hat man sehr gerne. Bringt nochmal einen zusätzlichen frischen Akzent in die ganze Nummer. Und wir sind hier fertig. Oh, wir sind hier fertig. Und gehen dann mit den Nudeln? Ja, unbedingt. Die Nudeln kommen ins Wasser. So dann tun wir jetzt wohl die Nudeln hinein. Jawohl. Also unsere Nudeln kochen ein wenig. Die müssen relativ schnell wieder raus, weil sie so dünn sind. Deswegen haben wir, ist eine geboren. Und wir haben jetzt gerade das Olivenöl schön in die Pfanne gelegt. Die ist auch schon ein bisschen am Vorglühen. Und hinein ins Gute. Brauchen wir so eine Schöpfkelle oder machst du da wieder alles so mit so... Du machst. Ja, ja. Wir haben Olivenöl, Peperoni und unseren Knoblauch drin. Wir machen uns das nicht zu heiß. Jetzt kann man schon riechen, das Ergebnis, was es That's gleich nice. Geben wird. Ne? That's nice. Wir gehen schon mal ein bisschen runter, damit uns das auf jeden Fall nicht verbrennt. Wir nehmen auf jeden Fall gleich noch ein bisschen Kochwasser von den Nudeln, weil das schon gesalzen ist. Gießen das ans Öl und dann lassen das alles so ein bisschen brödeln. Okay. Brödeln. Brödeln und brodeln. Das wird gleich wieder. Wir werden sehen. Funkenflug des grünen Olivenöls geben. Ja, du bist auch. Du bist aufgeregt. Auch. Du bist gar nichts. Ich wisch das hier. Und ich weiß, ich heul jede Folge rum. Aber ich muss mich auch mit diversen Menschen auseinandersetzen, die dann sauer auf mich sind, weil hier alles immer dreckig ist. 3 Minuten sind um. Ja, das stimmt. Ich bin auch. Hier. Das ist mir zu heiß. Das war Sinn und Zweck. Ah! Du bist ein. Das ist auch heiß! Wir können noch. Wir können noch. Boah, riecht das hier. Haben wir uns das schon irgendwie mit Pfeffer oder so? Nee, haben wir noch nicht. Wenn wir nachher Nudeln, dann über die. Ja, genau, wenn die Nudeln okay. sind, kommt noch mal ein bisschen schön Pfeffer dabei. Immer so, wie der Chefkoch das möchte. Richtig? Unsere Nudeln sind fertig. Schnelle Nummer. 3 Minuten, 3,5 Minuten vielleicht. Jetzt kommt der Nico mit seinem italienischen Blut und sagt, wir brauchen ein wenig Nudelwasser in unserem angeschwitzten Peperoni-Knoblauch-Ölgemisch. Ja, rein dann. Alles richtig. Das spritzt gar nicht so schlimm. Und jetzt kippst du die einfach ab. Jetzt kipp ich die einfach ab. Cool. Dann knallen wir uns das hier hoch. Ah, kommt da jetzt Pfeffer dran? Kannst du? Ja, soll ich oder? Ja, mach mal. Ich möchte nicht... Weil ich das kann, das weiß ich. Aber nur so ein bisschen, oder? Und dann machen wir nachher noch was über die Nudeln zum Fein aussehen. Ich schmeiß jetzt noch Tomätchen mit rein. Die sollen ja auch Hitze haben. Mhm. Ich übe immer ganz ungewohnt, dass wir so schnell sind, ne? Ja, total. Deswegen gibt es nächste Woche beim nächsten Dreh auch was Aufwendiges. Oh, gehen wir das erste Mal in die Dessertrichtung? Vielleicht. Oh! Ich würde die Nudeln jetzt schon in den Sud geben und durchschwenken, abschmecken. Tada! Dann holen wir auch schon mal einen Teller, oder? Ja. Willst du das eben hacken? Weil unser Essen quasi schon kurz vor der Vollendung ist, hackt der Nico jetzt schon mal schnell noch das bisschen Basilikum zum Garnieren und lässt sich mal wieder aus an der Chiffonade. Ja! Er chiffoniert. So rum. Genau. Manches merke ich mir. Ha. Wie man nämlich sehen kann, sind die Tomaten jetzt schon so ein bisschen, haben ordentlich Wärme abgekriegt. So ein bisschen, die gehen jetzt in Richtung geschmolzener Tomaten. So, Nudel vor the Topf. Jawohl. Hinein. Ja. Wir vermischen das Ganze und vermengen das Ganze. Und lassen die Nudeln im Öl schwimmen. Ayo e olio con peperoncini. Ne, denn jetzt siehst du, dass auch die Nudeln ja die ganze Masse angenommen haben. Das stimmt. Ne? Deswegen Alter, das Kochwasser. Okay. Jetzt wird es angebraten. Na, jetzt müssen wir aufpassen. Die Nudeln haben wirklich das ganze Wasser aufgesogen, das ganze Öl-Wasser-Gemisch und sind jetzt halt dann so richtig schön. Oh, ich möchte das auch mal versuchen. Was hast du gemacht? Damals musst du lupfen. Ach so. Ja, irgendwie so. Anrichtzeit! Der Nico nimmt euch wieder mal gar nicht mit, der macht wieder nur seinen eigenen Gedöns. Aber man sieht es doch. Aber das Ding ist, wir wollen ja hier die... Oh, immer dieser Sound, ne? Der macht doch einfach auch mal ein bisschen mit Gefühl da.
Lecker. Oh, das sieht aber, wenn ihr wisstet, wie das gerade duftet. Krass, ne? Ja, es riecht richtig gut. Und es sieht sehr, sehr fantastisch aus. Hau rein. Ja. Sagt, im Klassischen wäre es die Petersilie. Wir nehmen den Basilikum, weil wir das geil finden. Und die Nudeln, hast du ja vorhin schon gesagt. Wasserölgemisch, komplett aufgenommen, schön benetzt. Schwimmt aber null drin. Wir veredeln das Ganze. Auf eine gute Nudel gehört ein guter Käse. Und der Nico hat seinen Käse mitgebracht. Was denn? Bist jetzt nervös beim Raspeln? Ist das geil? Einfach, schnell, lecker, mega geil. Simpel. Viel Spaß auf jeden Fall dabei. Lasst es euch schmecken, genießt es. Guten Appetit zusammen. Abonniert uns, liked uns, teilt uns, macht es nach und schreibt in die Kommentare. Bleibt uns treu. Akzeptiert die Cookies. Mal wieder ein weiteres Mal. Mittwoch kommt dann auch wieder eine Folge. Sonntag kommt immer eine Folge. Immer um 12. Hauen wir rein? Ja, hauen wir rein. Ja, hauen wir rein. Tschüss. Tschüss. Die Cookies sind raus.